Also neben der natürlich erstmal geringen Stückzahl, die davon produziert wird, ist es einfach die Summe der edlen Einzelteile, die verbaut sind, die man so an sich nur im Rennsport wiederfindet. Und Carbon, wo das Auge nur hinblickt, der Rahmen komplett aus Carbon, Felgen, die Verkleidungsteile, das alles macht natürlich schon ein extrem edles Bike aus der HP4 Race. Also neben der natürlich erstmal geringen Stückzahl, die davon produziert wird, ist es einfach die Summe der edlen Einzelteile, die verbaut sind, die man so an sich nur im Rennsport wiederfindet. Und Carbon, wo das Auge nur hinblickt, der Rahmen komplett aus Carbon, Felgen, die Verkleidungsteile, das alles macht natürlich schon ein extrem edles Bike aus der HP4 Race. Man muss sich einfach mal vorstellen, man nehme alle Rennmotorräder, die an sich sehr, sehr kompromisslos sind und vereine das mit der Erfahrung, wie ein Motorrad auch fahrbar wird. Und man setzt sich auf das Motorrad drauf, fühlt sich sofort wohl. Also es ist nicht ganz so schwierig zu fahren wie ein MotoGP-Bike zum Beispiel. Man hat aber Leistung ohne Ende, fein dosierbare Bremsen, also messerscharf und präzise fährt das Motorrad. Am Fahrzeug sind an sich alle elektronischen Features verbaut, die ein modernes Rennbike ausmachen. Traktionskontrolle, fein einstellbar auf jede Strecke, auf den Bedarf des Fahrers, vor allem auch auf das Fahrkönnen des Fahrers. Launch Control, also eine Anfahrhilfe, die verhindert, dass das Vorderrad abhebt. Und all diese Features hat man auch mit Erfahrung aus dem Rennsport aufgebaut und in dieses Motorrad gesteckt. Am Fahrzeug sind an sich alle elektronischen Features verbaut, die ein modernes Rennbike ausmachen. Traktionskontrolle, fein einstellbar auf jede Strecke, auf den Bedarf des Fahrers, vor allem auch auf das Fahrkönnen des Fahrers. Launch Control, also eine Anfahrhilfe, die verhindert, dass das Vorderrad abhebt. Und all diese Features hat man auch mit Erfahrung aus dem Rennsport aufgebaut und in dieses Motorrad gesteckt. Der Hobby-Rennfahrer fragt sich natürlich immer, was hätte er davon? Dazu kann ich nur sagen, als ich das erste Mal den direkten 1:1-Vergleich hatte, hat es gerade mal 3 Runden auf der Rennstrecke gedauert, um in etwa 2 Sekunden schneller zu fahren als mit der normalen S1000RR. Und Hobby-Rennfahrer oder auch Laien würden für 2 Sekunden vieles geben. Mich hat im Rennsport immer schon interessiert, wie bringt man die schiere Leistung auf den Boden. Hier haben wir weit über 200 PS am Fahrzeug und da braucht es natürlich eine extrem fein getaktete Traktionskontrolle, also elektronische Fahrhilfen, die es dir als Anwender auch ermöglicht, die Leistung auf den Boden zu bringen. Und wenn man dann schon mal mit über 300 unterwegs ist, will man natürlich auch fein dosiert in Kurven reinbremsen können. Hier sind edelste Bremsen verbaut. Also das hat mich am allermeisten fasziniert im ersten Eindruck schon, wie fein das alles funktioniert an der HP4 Race. First of all, the bike is produced in a limited edition and all the parts around the bikes are quite exclusive. So a lot of carbon fiber, first full carbon frame on the bike, exclusive front fork, all-in front fork, the brakes. So everything is really exclusive on the bike. When I did my first laps on the bike, I immediately realized that I feel comfortable quite easily. Some of proper race bikes are much more radical, so you won't be able, as an almost normal rider, to ride a MotoGP bike, for example. But this bike is easily to ride and quite easy to feel comfortable on it, even when it's really fast, lightweight, and this is quite an interesting feature. You will find almost exactly the electronic feature like on a real race bike, which is mainly the traction control. We work a lot of finding the grip level and getting the power on the ground. That's the main thing on such a strong bike. And this feature, for example, a launch control, is standard on the bike. And all these features are easily fine adapted to each racetrack on the world. I think it's not really comparable.
but it's the biggest step to find a way to make such a radical bike rideable. That's the question on each racetrack. How can you get the power on the ground and control it? And this is a really good combination, and it took around 3 laps when I was sitting first time on the bike to be much faster than on the stock 1000 RR, which is a really big number, and we are talking about almost 2 seconds, and this is really exclusive. It's almost about more power, but as a racer, the biggest question was in the past, how could you get the power on the ground? And with the electronical details on the bike are so fine-tuned that it's quite easy to get the power on the ground, to control it, and to feel comfortable on the bike. And at the end, when you arrive at a corner with more than 300 kilometers per hour, it's easy with these brakes to control the speed into the corner. So it's the full package you will need.